Hallo, mein Name ist Rommel. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Zündkabeln wechselt in einem Kia Rio. Ich habe leider sehr wenig Zeit und ich habe auch nur eine Hand frei während den Aufnahmen, deswegen schaut es auch dementsprechend aus. Also hier habe ich mir mal einen Satz Zündungskabel besorgt. Damit werde ich dann einfach runtergehen und es dann unten montieren. Nehme ich einmal das kürzeste. Und stecke es genau hier rein. Und jetzt nehme ich das zweitkürzeste. Okay. Und stecke es ebenfalls hier rein. Klappt ja wunderbar. Das lassen wir dabei draußen. Dann nehmen wir wieder das nächste. Dann geben wir es ebenfalls darüber. Das zweitlängste. Ja. Dann das allerlängste. Und dann kontrolliere ich noch alles, ob alles richtig drinnen ist. Das ist nicht so schön. Gut, machen wir das am besten, das gehen wir weg. Und jetzt schauen wir mal, ob der Motor startet. Startet, funktioniert. Gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Okay. Ja, eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Geht sich gerade nicht aus.